Herzlich willkommen zu Jans Technik-Channel. Heute machen wir aus unserem Raspberry Pi einen Access Point, der ein zusätzliches WLAN anbietet, über dieses dann jegliche Kommunikation über das Tor-Netzwerk geleitet wird. Und das geräteunabhängig, egal ob Mac, Windows, iPhone oder Android-Smartphone. Und das, ohne dass ihr auf den Geräten etwas installieren müsst. Natürlich gibt es Tor-Clients zum Installieren, diese müssen aber immer auf jedem Gerät installiert werden. Hinzu kommt, dass wenn ihr teilweise Java- oder Flash-Anwendungen im Browser nutzt, so wird teilweise die Kommunikation trotzdem nicht über das Tor-Netzwerk übertragen. Manche fragen sich jetzt, was zum Geier ist Tor? Tor ist ein Netzwerk zur Anonymisierung von Verbindungsdaten. Es wird für TCP-Verbindungen eingesetzt und kann beispielsweise im Internet für Browsing oder Peer-to-Peer genutzt werden. Tor schützt seine Nutzer vor der Analyse des Datenverkehrs. Hier kurze Grafiken, was wir alles tun werden. Wenn ihr normalerweise eine Webseite ansurft, greift der Client direkt und ohne Umwege auf diese Seite zu, ruft die Daten ab und zeigt sie auf eurem Display. Über das Tor-Netzwerk erreicht ihr über sogenannte Entry Guards das Tor-Netzwerk. Über sogenannte Relay Nodes werdet ihr über unterschiedliche Server geleitet, bis eure Verbindung an einem sogenannten Exit Node wieder rausgeworfen wird. Über diese Zwischenhops ist es sehr, sehr schwer nachzuvollziehen, wer ihr eigentlich seid und wo ihr eigentlich herkommt. Dies könnt ihr relativ schnell testen, wenn ihr die Seite ipleak.net ansurft. Hier werden euch ziemlich viele Daten über euch angezeigt. Wenn ihr über ein Tor-Netzwerk im Internet unterwegs seid, wird dem System vorgegaukelt, dass ihr jemand anderes seid, teilweise, dass ihr aus anderen Ländern kommt. Das sehen wir aber später. So, und das basteln wir heute als grober Überblick. Wir haben hier unsere Fritzbox mit der IP-Adresse 192.168.178.1. Diese ist dann mit dem Vodafone-Netz verbunden und strahlt hier noch mein persönliches WLAN-System aus. Was wir nun tun werden, wir werden hier ein Raspberry Pi direkt mit dem Netzwerkkabel an die Fritzbox anschließen. Der Raspberry Pi wird dann die Adresse 192.168.178.5 haben, also eine interne Adresse. Und dieser Raspberry Pi wird ein zusätzliches WLAN ausleuchten, das die SSID NSA-Tor mit dem Passwort Internet haben wird. Und hier werden IP-Adressen im Bereich 192.168.180.20 bis 30 verteilt. Und alle Geräte, die in diesem Netzwerk sind, werden dann automatisiert hierüber über das Tor-Netzwerk weitergeleitet. Ohne dass ihr irgendwas installieren müsst. Los geht's! So, ich habe den Raspberry Pi schon mal vorbereitet. Ein Video zur Grundinstallation eines Raspberry Pis habe ich schon mal hochgeladen. Hier der Link dazu. Wir loggen uns also direkt auf den Raspberry Pi ein. Ich weiß, aufgrund dessen ich es aus der Fritzbox ausgelesen habe, dass der die IP 192.168.178.6.5 hat. Da loggen wir uns ein, die Meldung bestätigen wir mit Ja, weil wir uns mit dem Gerät so noch nie verbunden haben und melden uns mit den Zugangsdaten ein. Wie immer nach jeder Grundinstallation machen wir erstmal ein sudo apt-get-update und ein sudo apt-get-upgrade, damit wir hier ein System auf dem aktuellsten Stand haben. Also Update, Upgrade sind durchgeführt. Wir machen geschwind ein Clear, damit ihr auch genau seht, was als nächstes kommt. Wir installieren als nächstes Host APD, damit wir die Funktionalität eines Access Points erhalten.
Als nächstes vergeben wir unserem Raspberry Pi eine feste interne IP-Adresse, sowohl auf der LAN-Seite sowie auch auf der Wi-Fi-Seite. Dies tun wir über etc/dhc/pcd.conf. Fahrt in dieser Datei einfach ganz nach unten und fügt einfach die Zeilen von mir ein. Das bedeutet, ETH0 ist die Seite des LAN-Kabels und dieser Netzwerkanschluss bekommt die IP-Adresse mit der 65 am Schluss. Das Gateway ist die 1 und als DNS-Server nehmen wir Google 8888. Und bei WLAN 0, also das Wi-Fi, bekommt die IP-Adresse 180.1. Mit STRG X und J speichert ihr das Ganze ab. Nachdem wir die feste IP vergeben haben, rebooten wir das ganze System, um zu sehen, ob die Einstellungen auch tatsächlich greifen. Nach ungefähr 20 Sekunden könnt ihr einfach mit der rechten Maustaste auf Restart Session gehen und ihr könnt euch erneut einloggen. Über ifconfig seht ihr nun, ob die Einstellungen übernommen wurden und wie ihr seht, passt das. Um den zuvor installierten Wi-Fi Access Point Service Host APD beim Start zu starten, brauchen wir noch zwei Befehle, und zwar den Unmask und Enable. Somit ist gewährleistet, dass nach jedem Reboot dieser Dienst automatisch gestartet wird. Um DNS und DHCP in eurem Access Point anbieten zu können, brauchen wir noch den Service DNS Mask. Den installieren wir geschwind. Da wir später noch was mit IP-Tables machen, installieren wir hier noch etwas, was uns bei der weiteren Bearbeitung behilflich sein wird. Um nun den ganzen Clients in dem Wi-Fi-System die Möglichkeit zu geben, über diese eine IP-Adresse des Raspberry Pis in das Internet zu kommen, müssen wir hier die rootedap.conf anpassen, indem wir diesen Befehl eingeben und abspeichern. Nun passen wir noch die IP-Tables kurz an und speichern alles ab. Als nächstes konfigurieren wir den DHCP-Server. Hierzu sichern wir uns die dnsmask.conf in die Datei ORIG und editieren diese dann entsprechend. Hier wird also mitgegeben, dass wir DHCP auf dem WLAN 0, also auf dem Wi-Fi-System benötigen, und zwar in dem Range von 192, 168, 180, 20 bis 30. Es wird die Subnet-Maske verteilt und speichern das Ganze ab. In manchen Ländern auf dem Raspberry ist das Wi-Fi blockiert. Über diesen Befehl gehen wir ganz sicher, dass das Wi-Fi aktiviert ist oder wird. Nun geht es an die Konfiguration des Access Points und kopieren hier die Minimalkonfiguration rein. Wir geben hier also mit, dass das Gerät sich in Deutschland befindet, dass es auf der Schnittstelle WLAN 0 funktionieren soll, dass das Wi-Fi oder dass der Wi-Fi-Name NSA Tor heißen soll und geben hier noch das Kennwort Internet mit. Die anderen Einstellungen könnt ihr einfach so übernehmen.
Jetzt gönnen wir dem Raspberry mal ein Reboot. So, nachdem alles vorbereitet ist, geht es jetzt an die Installation des Tor-Systems. Dies machen wir mit sudo apt-get install tor. Nun müssen wir das Tor-System leicht konfigurieren. Hierzu gehen wir in die etc tor tor rc. Fahren einfach ein bisschen weiter runter, machen uns ein paar Zeilen frei und kopieren meine Beispielkonfiguration herein. Nun routen wir alle Anfragen für die Ports 22, 53 und 9040 auf das Tor-System um. Und speichern diese Einstellungen ab. Nun erstellen wir noch für das Tor-System zwei Dateien, um die Logfiles dort abspeichern zu können und passen die entsprechenden Rechte an. Nun sind wir bereit und können das Tor-System starten. Wir switchen kurz auf das Smartphone, gehen auf Google oder auf Chrome und gehen dann auf die Seite ipleak.net. Ihr seht, ich habe eine deutsche Adresse mit meiner richtigen IP-Adresse. Genau das wollen wir verhindern. Wir wechseln also das Netzwerk und wählen uns in das Netzwerk NSA Tor ein. Wir sehen auch, dass wir hier die IP aus unserem IP-Range erhalten haben. Wir gehen zurück auf Google Chrome, aktualisieren die Seite und ihr seht plötzlich, dass ich eine andere IP-Adresse habe und mein Ursprungsland Kanada ist. Und genau das ist das Ziel. Ich glaube auch, alle 10 bis 15 Minuten wechselt hier der ausgehende Server, sodass ihr auch immer wieder mal alle 10 bis 15 Minuten unterschiedliche Länder sowie IP-Adressen erhalten werdet. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Eine hundertprozentige Sicherheit gibt es natürlich nicht. Dieser Weg ist aber ein sehr einfacher. Viele Geräte ohne große Konfiguration oder Installation von Applikationen oder Software auf den Geräten einen sicheren und einfachen Weg in das Tor-Netzwerk geben zu können. Wenn euch das Video oder meine Videos gefallen, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Klickt einfach rechts unten auf den Subscribe-Button und freut euch auf die weiteren zukünftigen Videos. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss, euer Jan.